Muss auch kurz gesagt werden, dass Halbzwilling für Subrex eingesprungen ist, weil Subrex den Termin verpennt hat. Ich wünsche euch viel Spaß und ich würde mich über eine Bewertung freuen. In Team A 36.000 Abonnenten, er heißt Vincent. Sein Teamkollege ist Dalian, er hat 2.500 Abonnenten. Hier sind Weiß und Ego Tactics. Hey. Am besten, ihr nehmt einmal vorne Platz. Einfach vorne am Eingang stehen, das ist besser. So, in Team B sind einmal Halbzwilling. Er hat 3.300 Abonnenten und sein Teampartner ist AlphaCore. Er hat 1.900 Abonnenten. Hallo. Mache ich irgendwas falsch? Gut, dann stelle ich auch mal dahin. Und das Team C, das die Ehre von AstroCraft verteidigen will. Einmal MacAck Designs und Timmy Plays. Hallo. Hallo. Ja, die haben hier ihre feindlich. Da kommen die Barbas? Ja, einfach da vorne hinstellen am besten. Wo? Und da. Der Moderator der ganzen Show ist Janis. Hallo. Juhu. Yay. Yeah. Erstmal nicht, dass ihr euch wundert, das modifiziertes Texture Pack. So, Janis wird einmal heute die Moderation übernehmen. Ich werde den Kameramann machen. Hallo, Janis. Hallo. Ja, gut, dann würde ich sagen, nehmt ihr mal alle Platz und alle anderen dürfen in ihre Zellen, also Weiß und alle in eure Zellen. Ja gut, ich spreng euch da mal rein. Schlimm für euch. So, Janis sperrt euch dann ein. Am besten, nein, ihr macht da nicht, macht da nichts kaputt. Nee, ich hab eine Phobie. Hilf mir. Nicht zwei in eine. Ja, darf nur einer sein. Hat mich gefreut, mit Töfte zu machen. Alter, man sieht hier voll meinen Schritt, ey. Ey, ich hab Pfeil in meinen Eiern. Alter. Du musst dich auch gerade hinsetzen, das tut weh. Dein Rücken geht kaputt. So, gut, dann setzt euch mal alle. Halbzwilling, du nimmst die Eisenachse und machst Rechtsklick darauf. Guck mal. Am besten jetzt nichts mehr rechtsklicken oder. Und mit Rechtsklick kommst du wieder darunter übrigens. So, dann geht's los. Janis, ich übergebe an dich. Halbzwilling, du kannst auch sneaken. Nein! Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen fail. Halbzwilling, du darfst nicht raussneaken, du musst mit der Axt einfach Rechtsklick auf den Boden machen. Oh, ich hab richtig das Verlangen jetzt zu sneaken, ey. Kann mich jemand zurückholen? Irgendjemand? Ja. Warte. Du musst /warp Video machen. Halb, hier, geh jetzt mal wieder auf der Schule. Und Tim, oder wer das da ist, kannst du jetzt mal aufhören damit, bitte? Ey, das ist mein Platz, das ist meiner. Nein, nein. Moment. Okay, ich mach das. Ich bin Profi. Produktiv. MacAck Designs. Nee, produktiv. Sieh. Produziere mich nicht da, ja. So, kommst du jetzt oder? Du bist gar nicht intellektuell so klug wie ich. Okay, so jetzt am besten würde ich sagen, gebe ich die Moderation an Janis. Du darfst jetzt anfangen. So, danke. Ja, endlich. So. Das Spielprinzip sollte klar sein, wenn nicht, es wird jetzt nochmal erklärt. Also, wie gesagt, man kriegt pro gewonnenes Spiel, wenn man mitwettet und als Letzter gewettet hat, 2 Punkte. Wenn man die Challenge nicht schafft, kriegen die beiden anderen Teams 1 Punkt jeweils. Und ja, ich würde sagen, Janis kündigt das erste Spiel an. Ja, aber zuerst sollte ich nochmal sagen, ihr solltet jetzt vielleicht nochmal aufstehen und unter euren Sitz gucken. Weil rechtsklick auf den Boden mit der Eisenachs. Rechtsklick auf die Rettungswesten. Da sind eure Chips drin, mit denen ihr pokert. Ja. Und okay. Dann würde ich sagen, geht ihr wieder auf euren Stuhl und ja. Ey, mein Partner. Ja, ey, die sind voll. Ja, dann mach rechtsklick auf den Stuhl. Geht nicht. Alter. Gut, ja. Ein Chip. Was ein Chip bedeutet, also wie viel einer wert ist, also wie viele Sekunden oder wie viele Mal nacheinander, das erklären wir auch gleich nochmal. Und ja, ich würde sagen, Janis darf jetzt das erste Spiel ankündigen. Ja, also, nun kommen wir zum ersten Spiel. Das erste Spiel heißt Bootfahren. Und jetzt seht ihr einen kurzen Ausschnitt. Spielen muss der Spieler mit dem Boot einmal diese Runde hier fahren. Er hat dafür eine Minute Zeit.
das war schon eine kleine Erklärung und ein kleiner Ausschnitt. Und ja, ich sollte nochmal wiederholen. Das ein Chip heißt... Nein! Dass man eine Runde schafft. Das heißt, ein Chip ist eine Runde, zwei Chips sind zwei Runden. Und jetzt müsst ihr euren Partner einschätzen, wie viele Runden schafft er. Gut, wir wetten. Wir fangen an bei Team A, jo, wenn er wieder da ist. Ja. Warum muss ich als erstes? Ja, du kannst ja mit einem Chip anfangen. Du denkst ja wohl, dass er eine Runde schafft. Ja. Und ja, okay, du bist gerade bei mir unsichtbar. Tut mir leid, wenn das gerade in der Aufnahme nicht so gut ist. So, jetzt ist Halbzwilling, du bist jetzt dran. Du musst jetzt wetten, wie oft er das schafft. Wenn du jetzt auch ein Chip oder zwei Chips wirfst, dann heißt es, dass er zwei Runden schafft. Also ich will ihn nicht überschätzen. Ich bleib jetzt auch mal bei 1. Ja, du musst schon höher wetten. Entweder du wettest höher oder du gehst raus. Dann bleib ich bei 2. Okay, gut. Jetzt musst du einmal wetten. Ja, du kannst ja die Moderation übernehmen. Nehme ich 3. Hallo? Ja. Werfen. So. Hallo? Und dann mach ich 4. Ui. Aua. Noah! Ja, ich nehme auch 4, 5, 4, komm, das packt ja alles. Komm. Minimum. 5? Wir sind gerade bei 5. Du musst jetzt 5 machen. Ich hab schon 5 gewettet, ja. Ja, aber Captain Mac, Egg. Ja. Also ihr könnt jederzeit aussteigen, nochmal so gesagt. Du kannst aussteigen, wenn du willst. Ja, okay, ich steig aus. Das schafft er niemals. Vincent ist ein... Pro. Ein Pro, aber er 5-mal, ey. Das wird schwer. Nee, ich steig aus. Ja, so gut. Dann hat Halbzwilling diese Runde für sich entschieden und... Ja. Wir machen einmal kurz einen Cut und sehen uns dann gleich beim Bootfahren. Muss spielen. Jo. Oh Gott. Wir machen einmal einen Cut und... Dürfen wir dann mitkommen? Ja, wir sagen das gleich. Wir machen einmal kurz einen Cut und sehen uns jetzt. Packen. Jetzt sind wir wieder und... Die Minute läuft. Alpha Core macht sich bereit. Und die Minute läuft schon, das muss man sagen. Du darfst jetzt deine Runden drehen. Er hat eine Minute Zeit, er muss 5 Runden schaffen. Noch 5 Stück, na los. Oh, wie ein Halb, was hast du angegriffen? Und die falsche Richtung. Ich glaube, mit einer Runde wäre man schon gut beim Wetten. Du musst runden. Das war die erste Runde. Du musst einmal rumfahren. Okay, das... Klar bin ich hab eine Riesenrunde gemacht. Du musst rumfahren einfach. Okay, er hat immer noch 0 Runden und ja. Lass die Zeit, du schaffst das locker, Mann. Wieso kann ich nicht lenken? Wie viel Zeit hat er noch? Warte, ich muss rum, gell? Er hat noch 20 Sekunden. Warum muss ich rum? Oder nur um das Kleine, ich bin gerade verwirrt. Um den hinten, um den ganzen Zaun. Komm, eine Runde, für die Ehre. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, bip. Oh, das war knapp. Gut, damit ist Bootfahren beendet und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Studio. Bis gleich. So, wir sind hier nun wieder im Studio und jetzt werden einmal die Punkte eingeblendet. Ja, und wie man dort schon sehen kann, Captain McEgg, also Team C und Team A haben beide einen Punkt bekommen, weil Alpha Core leider es nicht geschafft hat, ganz 5 knapp. Runden mit dem Boot zu fahren. Das war ganz knapp, ganz ja. Knapp. Aber du bist Sieger der Herzen in dieser Runde gewesen, also. Ja, das muss man sagen. Und unser zweites Spiel heißt Tötungsmaschine. Spiel muss der Spieler in einer Minute versuchen, sich so oft wie geht zu töten. Er kann dadurch durch Feuer sterben, durch Fallschaden, durch Pfeile im Dispenser oder sich einfach ertrinken lassen. Ein Chip ist gleich so, ein Tod. Sind wir wieder. Und ja, um nochmal zu wiederholen, ein Chip heißt ein Death. Das heißt, ihr müsst jetzt bestimmen, wie oft kann sich euer Partner innerhalb von einer Minute töten. Ich setze erstmal auf ein. Ich sag 3-mal. Ich sag. Töten bin ich doch gut. Ja, mal. Geh mit? Nee, also mehr als 5-mal schafft, denke ich nicht. Nee, ich steig aus. 6 schafft er. Oh, ich hab 2 gemacht. 6, sagst du? Okay, ja. ich bin raus. Okay, und damit sehen wir uns gleich wieder im Spiel. Jetzt wieder beim
Spiel und das Spiel startet in 3, 2, 1, go! Das schaffst du nicht, du bist schlecht, das schaffst du nicht. Nein. Nur mal so gesagt, er muss sich jetzt 6-mal töten. Oh, ich bin. Gut, 10 Sekunden sind schon um. Geh ins Feuer wieder. Das schafft er nicht, Vincent. Wie viele Sekunden hat er noch? 40. Hat schon jetzt keine Chance mehr. Vincent, wir führen. Ja. Wir sind echt, wir sind der Erste. Hey, was willst du denn? Gut, noch 30 Sekunden. Oh shit. Hängt jetzt 15 Sekunden zurück. Da doch, kriegt er das hin, dort. Wenn das Feuer Lava wäre, wäre es einfacher. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Vincent, meine 8, Zahl war 4, nämlich 7, ich nicht weiter als 6, 5, 4, 3, 2, 1, Map. Gut, du hast sie nicht geschafft. Wir sehen uns gleich wieder im Studio. So, da sind wir wieder und nun seht ihr einmal den Punktestand eingeblendet. Woo, Gewinner! Ja. Ja gut, dann okay. Ist vorbei, Punktestand weg. Und es geht weiter. Ja, nun kommen wir zum dritten Spiel. Das dritte Spiel heißt Jump'n'Run. Im Spiel muss der Spieler diesen Jump'n'Run in einer Minute so oft wie geht schaffen. Ja, das war der kleine Ausschnitt und was ich nochmal wiederholen möchte, ein Chip ist gleich einmal das Jump'n'Run geschafft. Und ich fange an. Ja. Ich gehe auf 3. Was? Oh, wie mies. Kann ich jetzt mitgehen oder muss ich erhöhen? Du musst erhöhen. Boah, nee, Alter, 4. Halbzwilling ist bei mir unsichtbar. Also nee, dann steig ich aus. Okay. Ich weiß nicht. Ein Weiß hat eh keine Chance. Mach halt lang. Okay, nee, ich geh raus. Nein. Oh, fuck. Scheiße. Okay, damit sehen wir uns gleich beim Jump'n'Run. Ja, und Alpha Core muss jetzt den Jump'n'Run Parcours 4-mal schaffen. Ihr bitte hier nicht Schwanzdesign. Und auch nicht schlagen. Es richtig startet so? In 3, 2, 1, 4! Ich schaff's das! Ich hab immer Angst zu sneaken, ey. Ich hab immer Angst zu sneaken, weil ich immer gekickt werde. Oh Mann. Bestraft, sneaken. Komm, das fällt jetzt runter. Okay, 20 Sekunden sind schon vorbei. Das schaffe ich noch locker, ich gleich das aus. Ich gleich das aus. Schaff erstmal einmal. Junge. Du pokerst eindeutig zu hoch. Also, mein Höchsteinsatz war 4, aber das war auch ein bisschen zu übertrieben. Okay, noch 15 Sekunden, du schaffst es noch. Ja, okay, viermal gehen. Easy, ja, easy. Fast. Okay. Jetzt 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, Janis, du darfst die Moderation machen. Ja, gut, er hat es leider nicht geschafft und wir sehen uns jetzt wieder im Studio. Ihr habt hier nun wieder den Punktestand und. Gewinner. Jetzt kommen wir auch schon zur nächsten Disziplin. Das ist eine Disziplin hier, die heißt Buchstabieren. Und ja, hier ein kurzer Ausschnitt. Spiel, kann der Spieler das Wort laut buchstabieren oder in den Chat schreiben? Ein Wort ist gleich ein Chip. Er hat dafür eine Minute Zeit. So, da sind wir nun wieder und ja, es geht jetzt los. Was ich auch nochmal sagen möchte, ein Chip steht für ein richtiges Wort, was richtig buchstabiert ist. Das hast du ja noch nie gesagt. Wirklich? Team A fängt an. Okay, bye. Oh Gott, ich gewinne. Meinst du, traust du dir zu, dass du drei Wörter buchstabieren kannst? Ja. Meinst ist du? Doch in einer Minute, ne? Nee,
Ey, nicht sagen! Okay, was? Sag ich mal 3. Geht auch 3,5. Nein. Nee. Nur ich kann das. Gehst du mit? Ah, ich weiß nicht. Geh mit! Los! Ey, leise! Nee, ich geh nicht mit. Okay. Dir. Ach komm, wirklich, mach du einfach, lass mich zum Buchstabieren. Okay. Ich steig aus. Gut. Dich ist so wohl. Ja, okay. Damit sehen wir uns gleich, wenn Vincent hier ist. Hier sind wir wieder und ja, weiß, muss jetzt 4 Wörter richtig buchstabieren. Und es geht direkt los. 3, 2, 1. Kreissaal. Falsch. Oh, scheiße, ich doppelt auf Mann. Maschine. Nächstes. Maschine. Richtig. Richtig. Asymmetrisch. Nicht groß geschrieben. Falsch. Dementsprechend. Richtig. Empathie. Ich hab keine Ahnung. Ich sag irgendwas. Nächstes. Falsch. Triangel. Richtig. Und Appell. Ein Wort noch. Richtig. Und damit habt ihr das Spiel gewonnen. Ja! Was? Das hatte so ich leicht? So leicht? Ich hatte das in so Deutsch. Leicht? Alter. Scheiße, ich hätte alle Wörter gewusst. Gut, und damit sehen wir uns gleich wieder, wenn sie alle hier ihre Ordnung gefunden haben. Ich bin wieder Ordnung reingekehrt und jetzt seht ihr einmal kurz den Punktestand. Ja, wie ihr sehen könnt, Ego Tactics und Weiß-Weiß liegen vorne mit 3 Punkten. Danach, mit 3 Punkten. Danach, ja, mehr. Ihr habt 5. Ja, wir haben insgesamt 5, aber wir liegen mit 3 Punkten vorne. Ach so, oh, sorry, tut mir leid. Ja, okay. Und dann kommen Captain McEgg und Timmy Plays. Und als letztes TKD, traurig. Kalkswilling und Alpha Tor.